Wenn ihr einige coole Fotos auf der Festplatte liegen habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, dann ist das heutige Video auf alle Fälle richtig für euch. Ich zeige euch nämlich Schritt für Schritt ganz genau, wie ihr mit der Fotografie in die Kryptowelt einsteigen und somit Geld verdienen könnt. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos zu steigern. Vor ein paar Monaten bin ich zufällig auf das Thema Kryptowährung gestoßen. Ich fand das Ganze so interessant, dass mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen hat. Seitdem recherchiere ich sehr viel zu diesem Thema, probiere auch sehr viel aus und habe auch schon einiges an Erfahrung sammeln können. Und diese Erfahrung möchte ich euch heute weitergeben, damit, falls ihr anfangen wollt, möglichst gut anfangen könnt. Das heißt, damit ihr diese Anfängerfehler nicht macht, die ich gemacht habe, sondern damit ihr gleich reibungslos anfangen könnt, eure Fotos zum Beispiel zu verkaufen und wirklich Geld damit zu verdienen. Die Kryptowelt ist ursprünglich aus der Programmiererwelt entstanden. Bestimmt kennt ihr alle Bitcoins. Bitcoin ist die erste große Kryptowährung, die von einer Person oder von einer Gruppe von Personen, man weiß es nicht ganz genau, programmiert wurde. Ihr habt eine sogenannte Blockchain, das könnt ihr euch wirklich als eine Art Kette vorstellen und darauf basiert eine Kryptowährung. In der heutigen Zeit gibt es ja schon viele Kryptowährungen und demnach auch viele Blockchains. Das heißt, eine Blockchain ist quasi die Grundlage für eine Kryptowährung. Und auf einer Blockchain kann auch nur eine Kryptowährung gehandelt werden. Wenn ihr jetzt mit einer Kryptowährung handelt, irgendwelche Änderungen vornehmt, etwas kauft, verkauft, dann gebt ihr einen Auftrag an die Blockchain und die Blockchain oder ein Glied von dieser Blockchain verändert sich, so dass man halt öffentlich jederzeit nachvollziehen kann, wer was geändert hat. Und das Coole daran ist, ihr ändert nicht nur ein Glied der Kette, sondern auch gleich das Glied davor und dahinter, so dass das Ganze auch fälschungssicher wird. Das Coole an der Blockchain-Technologie ist, das Ganze ist dezentralisiert. Das heißt, hinter dem Ganzen gibt es nicht einen Chef oder eine Firma, die was entscheiden kann, je nachdem, wie sie halt gefällt, sondern das Ganze ist wie ein Netzwerk aufgebaut. Die Verantwortung wird aufgeteilt und es gibt nicht einen Verantwortlichen, wie zum Beispiel bei Facebook, Instagram, YouTube oder sonst wo. Wenn an der Blockchain eine Änderung vorgenommen wird, und an der Blockchain kann auch mehr dranhängen als nur eine Kryptowährung, zum Beispiel eine Social Media Plattform oder eine Videoplattform, da komme ich später noch dazu, dann ist es so, dass dieser Beitrag oder diese Änderung unveränderlich ist. Das kann nur von dem Ersteller verändert oder gelöscht werden. Wenn ihr auf den bekannten Social Media Plattformen irgendwelche Inhalte veröffentlicht, die gegen Richtlinien verstoßen, weil die zum Beispiel pornografische oder narzisstische Inhalte haben, dann werden die halt gelöscht. Wenn ihr zum Beispiel NFTs auf einer Plattform verkauft, dann könnt ihr zwar diese Plattform kontaktieren, weil es gibt ja einen Betreiber, der diese Plattform anbietet oder wartet. Wenn da Fehler vorhanden sind, könnt ihr den kontaktieren und das wird dann behoben. Aber die können jetzt nicht für euch irgendwelche Änderungen an der Blockchain durchführen. Das könnt wirklich nur ihr. Ihr nutzt die Plattform und die stellen halt die Plattform einfach nur zur Verfügung. Wenn ihr in der Kryptowelt eine Änderung an der Blockchain vornehmt, das heißt, wenn ihr jetzt etwas verkauft, kauft oder überweist oder verschiebt oder so, dann kostet das Transaktionsgebühren. Es gibt super viele Kryptowährungen und super viele Blockchains, deswegen schaut es auch auf jeder Blockchain mit den Transaktionsgebühren und so ein bisschen anders aus. Generell, wenn ihr Transaktionsgebühren zahlt, dann hat das durchaus auch einen Sinn, weil das Ganze funktioniert sozusagen mit Rechenleistung. Irgendwer muss ja diese Änderung durchführen und das ist halt das Netzwerk. Und damit das ganze Ökosystem auf einer Blockchain in der Waage bleibt, ist es so, dass es halt Transaktionsgebühren gibt, die aber auch ganz gering sind. Abgesehen von den Bitcoins, da ist die Transaktionsgebühr aufgrund des hohen Werts der Bitcoins auch deutlich höher. Das heißt, wenn ihr mit Bitcoins handelt, Bitcoins verkauft, kauft oder verschiebt, dann zahlt ihr da auch deutlich mehr Gebühren. Wenn ihr jetzt Geld empfängt, dann ist das kein Problem. Dann wird euch natürlich nichts verrechnet und ihr müsst keine Transaktionsgebühr bezahlen. Das heißt, nach der Eingewöhnungsphase am Anfang, wo ihr alles lernt,
da ist das noch okay. Und später, da flaut das dann sowieso ab. Das heißt, ihr überweist ja nichts zum Spaß, sondern ihr werdet wahrscheinlich zu 90% nichts mehr überweisen. Das heißt, ihr habt euer Wallet, ihr wisst, wie das geht, ihr wisst, wie ihr Geld empfangen könnt und ihr wisst, wie ihr was verschicken könnt. Das war's. Dann werdet ihr nur noch sporadisch Transaktionen durchführen. Zum Thema Wertsteigerung oder Wertverlust habt ihr das bei der Kryptowährung natürlich ganz genauso. Also mit Kryptowährung selbst wieder gehandelt. Die Kryptowährung hat einen Wert und dieser Wert kann man auch auf diversen Märkten ansehen. Und bei der Kryptowährung ist das Coole sogar, wenn ihr ein Wallet habt, wo ihr diverse Coins drinnen habt, könnt ihr eigentlich täglich oder sogar minütlich, weiß ich gar nicht, den aktuellen Wert oder den aktuellen Kurs sehen. Das heißt, ihr seht wirklich sofort, wenn eine Währung ein bisschen weniger wert wird oder mehr wert wird. Das heißt, ihr könnt hier sehr schnell reagieren. Und auch ganz wichtig, wenn ihr Geld verschickt an einen Empfänger oder euch jemand Geld schickt, dann ist es ganz wichtig, die richtige, sagen wir mal, Bankadresse zu nutzen, weil ihr habt halt ein Wallet und in diesem Wallet habt ihr halt eine oder mehrere Empfängeradressen. Das ist einfach eine lange Buchstaben-Zahlen-Kombination. Das ist halt eure Empfängeradresse und an die kann jemand Geld schicken. Und genauso könnt ihr an jemanden Geld schicken. Und bevor ihr das macht, kontrolliert lieber doppelt und dreimal, ob diese Empfängeradresse auch ganz sicher richtig ist. Weil wenn ihr die falsch eingebt oder einen Tippfehler habt oder das Ganze irgendwo anders hinschickt, ist es definitiv weg. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr das doppelt und dreimal überprüft, damit ihr das Geld nicht verliert. In den meisten Fällen ist es aber sowieso kein Problem, weil in eurem eigenen Wallet könnt ihr die Empfängeradresse einfach kopieren. Das heißt, da entsteht eigentlich eh kein Tippfehler, die müsst ihr eh nie abschreiben. Und wenn ihr Geld verschickt, kopiert ihr ja genauso die Empfängeradresse und müsst ihr auch nicht abtippen. Das heißt, normalerweise passiert da eh kein Fehler. In der Kryptowelt ist es so, es gibt ja verschiedene Kryptowährungen und verschiedene Blockchains. Die Blockchains sind aber unabhängig voneinander. Das heißt, ihr habt die Bitcoin-Blockchain und dann habt ihr zum Beispiel noch die Ethereum-Blockchain. Ihr könnt jetzt auf der Ethereum-Blockchain keine Bitcoins empfangen, das geht einfach nicht. Und um das zu umgehen, hat man auf der Ethereum-Blockchain einfach verpackte Bitcoins quasi generiert. Das hat genau den gleichen Wert wie originale Bitcoins, nur das ist einfach nur dazu da, dass man auch auf der Ethereum Blockchain Bitcoins handeln kann. Das heißt, die einzelnen Blockchains sind unabhängig voneinander. Ihr könnt die eine Währung nicht auf die andere Blockchain schicken, aber unterm Strich, wenn ihr ein Wallet habt, was mehrere Blockchains und mehrere Kryptowährungen unterstützt, könnt ihr natürlich in dem einen Wallet mehrere Kryptowährungen haben. Also das ist dann kein Problem. Ihr könnt auch Kryptowährungen von da nach dort hinschicken, weil heutzutage die Wallets das schon automatisch umwandeln oder so. Also es funktioniert bedingt. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Ihr könnt zum Beispiel eure Fotos oder Kunstwerke auf eine Plattform hochladen und dort könnt ihr dann diverse Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel auf welcher Blockchain wollt ihr das verkaufen? Da gibt es ja jetzt unterschiedlich viele, das heißt, ihr definiert einfach, welche Kryptowährung ihr halt haben wollt. Dann definiert ihr einfach den Preis und ihr müsst auch definieren, wie oft dieses Bild oder Kunstwerk verkauft werden kann. Weil bei der digitalen Kunst ist ja das Coole, wir können dieses Foto oder Kunstwerk nicht nur einmal verkaufen, sondern auch 10-mal, 100-mal oder 1000-mal, ist ganz egal. Natürlich müsst ihr beachten, umso öfter es ein Kunstwerk gibt, desto weniger wertvoll ist es. Also wenn ihr ein Foto jetzt nur einmal oder 10-mal verkauft, hat das natürlich einen deutlich höheren Wert, speziell für Sammler. Bei den NFTs ist es allerdings so, dass ihr nicht einzelne Fotos verkauft, das könnt ihr natürlich auch, das geht, aber da steht im Hintergrund mehr das Sammeln einer kompletten Reihe. Ihr könnt mit diesen NFTs, also die könnt ihr natürlich auch selber kaufen von anderen Künstlern und ihr könnt mit diesen natürlich auch handeln. Also wenn ihr jetzt einen Künstler habt, der noch jung ist und am Anfang steht, dann könnt ihr vielleicht günstiger von dem irgendwelche Gemälde oder Bilder kaufen
Und später, wenn der bekannter ist und sich einen Namen gemacht hat, könnt ihr die vielleicht sogar gewinnbringend verkaufen. Also ihr könnt natürlich auch mit NFTs Handel treiben und so einen Gewinn erzielen. Werdet gerne Kanalmitglied und unterstützt den Kanal. Außerdem könnt ihr so Zugang zum Ehrenshop erhalten und gesammelte Ehre gegen coole Foto- und Videoprodukte eintauschen. Wenn ihr wirklich tiefer ins NFT-Business einsteigen wollt, dann solltet ihr eure Denkweise ein bisschen ändern, weil Fotografen denken normalerweise nicht so. Als NFT-Verkäufer solltet ihr eher so in Sets denken oder im Bundle. Das heißt, ihr produziert ein Kunstwerk auf 100 verschiedene Arten. Das Coole ist, wenn ihr NFTs kauft, also ihr könnt ja wie erwähnt schon von anderen Künstlern NFTs kaufen oder jemand schenkt euch eins, das kann ja genauso sein, dann könnt ihr diese NFTs auch in eurem Wallet speichern. Das heißt, ihr könnt dann damit genauso wie mit einer Kryptowährung handeln, also ihr könnt das verkaufen, verschicken, weiterleiten oder ihr könnt das dann sogar auch als Profilbild nutzen. Ich würde euch empfehlen, für den Handel mit NFTs OpenSea zu verwenden, das mache ich auch. Das hat den großen Vorteil, ihr könnt eure Fotos vorab völlig kostenlos hochladen, die Preise definieren, zum Verkauf anbieten und erst dann, wenn ihr die Fotos verkauft, dann wird eine kleine Gebühr abgezogen. Das heißt, diese Gebühr könnt ihr natürlich am Preis aufschlagen und damit ist es für euch kostenlos. Ich empfehle euch, dass ihr zuerst ein Wallet installiert und einrichtet. Und danach könnt ihr euch gleich auf OpenSea registrieren. Das Wallet verbindet sich dann automatisch mit dem Account und könnt euch dort mal umschauen. Dann bekommt ihr ein super Gefühl dafür, was die Leute so für NFTs anbieten. Da ist wirklich alles dabei, von sehr hochwertigen, teuren NFTs bis sehr billigen, eher schrottigen NFTs. Wenn ihr ein NFT auf OpenSea zum Beispiel erstellt und das dann verkauft, könnt ihr das nicht mehr ändern. Das heißt, das Bild selber, den Preis und die Menge könnt ihr dann nicht mehr ändern, weil ihr habt es ja schon mal verkauft. Wenn ihr dann nachträglich Änderungen vornehmt, dann geht das halt nicht mehr, weil ihr könnt ja nicht die Preise und die Menge ändern von dem, was ihr schon verkauft habt. Bei manchen anderen Plattformen ist es zum Beispiel so, dass ihr Fotos erst kostenpflichtig hochladen müsst, damit ihr die dann verkaufen könnt. Also das ist einfach eine andere Herangehensweise, das funktioniert auch, aber am Anfang würde ich euch einfach OpenSea empfehlen, weil es ist auch gleichzeitig eine der größten und ältesten Plattformen und andererseits zahlt man halt erst dann, wenn man ein Foto verkauft. Damit ihr überhaupt in der Kryptowelt anfangen könnt, braucht ihr mal ein Wallet, das ist mal das Allerwichtigste. Wie alles andere oder wie vieles andere in der Kryptowelt könnt ihr von null auf komplett kostenlos starten. Ihr bekommt kostenlos hochwertige Wallets, die sehr sicher sind und optisch auch sehr ansprechend und viele Funktionen haben. Es gibt halt viele Anbieter, die ihr euch halt anschauen könnt und da müsst ihr euch dann wirklich einen aussuchen. Ihr könnt auch mehrere Wallets haben, das hatte ich auch am Anfang, aber das macht das Ganze ein bisschen, ja, unnötig kompliziert. Also es reicht, wenn ihr ein Wallet habt und ich kann euch dann wirklich nur wärmstens das Wallet Exodus empfehlen. In der Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr euch das kostenlos runterladen, sowohl als Browser-Extension als auch als Programm zum Runterladen für Windows und es gibt auch ein Hardware-Wallet. Also da gibt es unterschiedliche Lösungen und ihr sucht euch einfach die aus, die für euch am besten ist. Ich persönlich nutze Exodus, sowohl als Browser-Plugin als auch als Programm am Computer direkt. Wenn ihr jetzt mehrere Wallets habt, weil ihr die durchprobieren wollt und ihr habt in jedem Wallet ein paar Krypto-Coins oder so, dann kann es unter Umständen passieren, was mir passiert ist, nämlich, dass ihr so viel hin und her überweist, dass euer Krypto-Guthaben immer weniger wird und ihr dann am Ende die Transaktionsgebühren nicht mehr bezahlen könnt. Das heißt, ihr habt zwar ein Krypto-Guthaben, ihr könnt es aber nicht umtauschen oder verschicken, weil die Gebühren zu hoch sind. Das heißt, ihr müsstet dann wieder Geld investieren, damit ihr noch mehr Kryptocoins habt, damit ihr die Transaktionsgebühren bezahlen könnt. Also nur, dass ihr das im Hinterkopf habt. Wenn ihr mit mehreren Wallets arbeitet, dann versucht wirklich logisch und sinnvoll die Überweisungen durchzuführen, damit ihr dann nicht am Ende experimentell 3 oder 4 Wallets habt, wo überall ein ganz kleiner Betrag drin ist, den ihr nicht mehr nutzen könnt. Das wäre natürlich schade. Ein Wallet ist
in wenigen Minuten eingerichtet und das ist super intuitiv und einfach. Das kann jeder von euch. Und ihr könnt das dann wie jedes andere Programm nutzen. Also lasst euch nicht abschrecken von dem Begriff Kryptowährung und Blockchain. Das ist einfach ein Programm, das ihr nutzen könnt, wie jedes andere auch. Es funktioniert sehr intuitiv. Ihr müsst euch nur ein bisschen einarbeiten wegen den Transaktionsgebühren und so weiter. Aber das ist echt kein Problem. Ganz, ganz wichtig. Das ist der allerwichtigste Punkt. Weil diese ganze Kryptowelt ja auf Blockchain-Technologie basiert und das Ganze dezentralisiert ist und es niemanden gibt, der euch etwas wiederherstellen kann oder so, seid ihr als einzige Person dafür verantwortlich, was mit euren Zugangsdaten und mit euren Krypto-Coins und mit eurem Wallet passiert. Deswegen ist es extrem wichtig, dass ihr eure Zugangsdaten sicher speichert. Am besten auch so, dass ihr die hundertprozentig wieder bekommen könnt, falls mal was passiert, damit eure Kryptocoins nicht weg sind. Wenn ihr das nur sporadisch macht und ein paar Coins sammelt und hin und her spielen wollt, ist das nicht so schlimm. Aber wenn ihr jetzt wirklich viele Kryptocoins habt oder einen großen Wert, ein großes Portfolio, dann wäre es natürlich schade, wenn ihr die Zugangsdaten verliert oder die Wiederherstellungsphrasen. Die Wiederherstellungsphrasen sind dann wichtig, wenn ihr ein Wallet wiederherstellen wollt oder wenn ihr es in ein anderes Wallet importieren wollt. Also das ist wirklich das letzte Passwort, das ihr eingibt, das Masterpasswort, sagen wir so. Ihr habt beim Exodus auch noch ein normales Passwort, das könnt ihr einfach so eingeben und da könnt ihr halt das wirklich jeden Tag ganz oft nutzen. Da braucht ihr nicht diese Wiederherstellungsphrasen eingeben, weil das wäre sehr mühsam. Bei den Wiederherstellungsphrasen ist es so, ihr kriegt, glaube ich, 10 oder 12 Wörter in einer speziellen Reihenfolge, die nur ihr kennt und die auch nur zu eurem Wallet zugeordnet sind. Das heißt, die dürft ihr niemals, niemals hergeben. Niemanden. Wenn jetzt zum Beispiel die Wallet-Adresse hergebt, ist das kein Problem. Das ist natürlich notwendig, damit ihr Kryptowährung oder NFTs empfangen könnt. Aber mit einer Wallet-Adresse kann niemand was anfangen. Da kann euch niemand hacken. Und die Wallet-Adresse, die steht ja auch öffentlich im Register für jedermann sichtlich. Ihr müsst euch auf alle Fälle vor Betrügern in Acht nehmen. Das ist mir selber auch passiert. Ich habe meine NFTs eingerichtet. Irgendein Scammer hat das gesehen und hat mich gleich außerhalb von der Plattform angeschrieben. Der hat wirklich gut formuliert, mich kontaktiert und der hat das wirklich glaubwürdig rübergebracht. Ich meine, ich hatte noch nicht viel Erfahrung, aber der hat jetzt gut die Sprache gesprochen, hat das gut formuliert, hat sich meine Bilder angeschaut, die Preise gewusst und alles und hat halt versucht, dass ich außerhalb der Plattform auf einen Link klicke zum Verifizieren von meinem Wallet. Und ich habe natürlich dann recherchiert, ob das wirklich so üblich ist, ob man das machen sollte und das macht man natürlich nicht. Also klickt sowieso niemals auf irgendeinen Link. Und auch wenn ihr mit NFTs handelt oder in der Kryptowelt unterwegs seid, ist es wirklich so einfach, wie wenn ihr auf Facebook unterwegs seid. Es ist keine Hexerei. Nur wenn ihr dann tiefer eintaucht in die Materie, kann es schnell kompliziert werden, aber das müsst ihr ja nicht. Deswegen kurz gesagt, gebt niemanden euer Passwort, niemanden eure Wiederherstellungsphrasen, klickt auf keine Links. Wenn jemand von euch was kaufen will, dann kann er das eh ganz einfach auf der Plattform, indem er kaufen drückt. Ganz einfach. Lasst euch nicht verunsichern, es ist sehr einfach und unkompliziert, wenn man das halt oberflächlich einfach als Fotograf oder Künstler nutzen will und dann könnt ihr damit auch wirklich einfach Geld machen, es ist nichts dabei. Und dadurch, dass es die Blockchain-Technologie ja schon länger gibt, gibt es natürlich auch viele Firmen, die unterschiedliche Service- und Dienstleistungen auf Blockchain-Technologie anbieten. Zum Beispiel gibt es auch eine alternative YouTube-Version oder Facebook-Version auf Blockchain-Technologie. Das hat halt den Vorteil, dass ihr gleich mit euren ersten Posts Geld verdienen könnt. Das ist wirklich so, dass für ein Like, das ihr kriegt, dieses Like halt für einen Geldwert steht. Zwar nur ganz, ganz wenig, aber immerhin, ihr kriegt schon Geld. Das heißt, wenn ihr viele Posts habt, die gleichzeitig gut sind und gut ankommen und viele Leute auch ein Like geben, dann verdient ihr da wirklich schon Geld in Form von Kryptowährung. Das könnt ihr dann aber jederzeit umwandeln in Euro oder Dollar, das heißt gegen bares Geld. Aber ihr verdient am Anfang nur sehr, sehr wenig.
Das heißt, bei Facebook, Instagram und so weiter, da verdient ihr ja gar kein Geld, da kriegt ihr halt nur Likes und könnt Reichweite aufbauen. Aber auf einer Blockchain-Technologie basierenden Social-Media-Plattform könnt ihr wirklich schon Geld verdienen. Ein paar coole Plattformen sind zum Beispiel freecash.com. Da könnt ihr euch anmelden und Umfragen machen, Handyspiele spielen, Programme installieren und dafür bekommt ihr Punkte. Und diese Punkte könnt ihr dann umwandeln, entweder zum Beispiel in Kryptowährung oder in PayPal, in ein PayPal-Guthaben oder in Xbox-Guthaben oder Steam-Guthaben. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Das habe ich selber probiert und es funktioniert super. Oder zum Beispiel, wenn ihr anfangen wollt, mit Kryptowährungen zu handeln, dann empfehle ich euch Binance. Binance ist eine Handelsplattform, die sehr umfangreich ist, aber auch sehr übersichtlich, sehr nutzerfreundlich und sehr sicher. Das heißt, da könnt ihr gut starten, wenn ihr jetzt eben um 100 Euro oder 50 Euro Kryptowährungen kaufen wollt und euch die dann ins Wallet schicken wollt oder so. Dann empfehle ich euch noch Cryptex. Das ist ein Programm, das könnt ihr euch runterladen, das während der Benutzung eures Computers im Hintergrund läuft und Kryptowährungen schürft. Wie vorhin schon erwähnt, handelt es sich bei der Blockchain-Technologie ja darum, dass ihr Transaktionen durchführt, die von einem Netzwerk dann quasi berechnet werden oder durchgeführt werden. Und das macht so ein Programm, das heißt, ihr aktiviert das am PC und ihr stellt dadurch dem Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung. Dadurch können halt solche Transaktionen durchgeführt werden, berechnet werden. Und als Belohnung bekommt ihr halt dann eine Kryptowährung. Dann empfehle ich euch noch den CryptoTab Browser. Das ist genau das gleiche wie Cryptex, nur dass ihr da einen Browser runterladet, ein Klon von Chrome. Schaut genau aus wie Chrome, funktioniert genau wie Chrome. Aber im Hintergrund wird halt auch wieder Rechenleistung zur Verfügung gestellt, wodurch ihr halt Kryptowährung bekommt. Und natürlich, wie vorhin schon erwähnt, empfehle ich euch wärmstens das Wallet von der Firma Exodus. Das schaut nicht nur schön aus, sondern funktioniert einwandfrei. Da könnt ihr viele Assets drin speichern, damit handeln und ihr habt auch einen super Support dahinter. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Geld verdienen wissen wollt, schaut euch gerne mein Video in der Endcard an. Da erkläre ich euch ganz genau, wie ihr mit der Fotografie auf Oldschool-Variante Geld verdienen könnt. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!